Europäische Staatsbürgerschaft bedeutet für mich, dass man verstärkt sich als Europäer sieht und dann eben eine europäische Staatsbürgerschaft annimmt und die quasi die nationale Staatsbürgerschaft irgendwo in den Hintergrund tritt. Je pense qu'au Luxembourg, c'est une question qui est essentielle. Comme on est un petit pays qui est assez central en Europe et qu'on a des ressortissants de pratiquement tous les pays européens. Je pense que la citoyenneté européenne, c'est de sortir un peu seulement de son propre pays et avoir une mentalité qui englobe un peu aussi tout ce qui est Europe, tout ce qui est autre pays. C'est ouvert aux autres cultures et aux personnes des autres continents aussi. Citoyenneté européenne, je pense que l'Europe devient de plus en plus comme un grand pays et donc de plus en plus les gens vont se sentir comme être plus européens que luxembourgeois. Okay? Donc par exemple si on est quelque part dans un pays loin du Luxembourg ou loin de l'Europe, alors si on rencontre un Européen, on se sent plus proche de lui que si on le rencontre ici. Donc, si on n'est plus en Europe, peut-être la citoyenneté européenne se voit plus que si on est en Europe. Bah, pour moi, la citoyenneté européenne est en fait une possibilité de participer au vote, que ce soit au niveau du Parlement européen, mais également au niveau des parlements nationaux. Et il faut que cette citoyenneté soit ouverte à tous, luxembourgeois comme non luxembourgeois. Et donc le passeport ne joue pas, mais plutôt le fait que les gens résident dans l'espace européen. Also Staatsbürgerschaft scheint mir ein Konstrukt zu sein, mit dem ich persönlich relativ wenig anfangen kann. Für manche Menschen ist das sehr wichtig, vielleicht auch für manche Länder besonders wichtig. Ich selbst sehe dem Konzept eher kritisch gegenüber, weil er in meinen Augen mehr Probleme aufwirft, als dass es Lösungen gibt. Was ich sehe, ist Bedürfnisse bestimmter Regionen. Aber das ist etwas anders und das ist schon gar nicht an Grenzen von Staaten gebunden. Und es ist etwas Flüssiges. Staaten sind doch etwas sehr Starres. Europa spielt da vielleicht auch nochmal weltweit eine Ausnahme, eine Sonderrolle, weil ja die Grenzen immer flüssiger werden. Aber an sich, wie gesagt, auch da wieder rechtlich ist es etwas anderes als die gelebte Realität. Citizenship, it's a mixture of rights, responsibilities. Being able to be represented, be able to express yourself. Ça, c'est encore un concept un peu compliqué. Pour moi, la nationalité, c'est quand on se sent chez soi dans un pays et qu'on a envie de participer au fonctionnement du pays. Que ce soit en participant en politique ou en travaillant dans un pays, en payant ses impôts ou en s'investissant pour des associations. Une nationalité, pour moi, d'un côté, c'est un papier, c'est un passeport. Un passeport, c'est un document pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer. Et je pense aussi que pour bon nombre de personnes, la nationalité traduit aussi un lien culturel au pays de naissance. Oui, la nationalité, ça permet de mieux s'intégrer au niveau de la population. On se sent plus intégré si on a la nationalité du pays. Et surtout pour les gens qui viennent de l'immigration et par exemple des réfugiés qui n'ont pas une autre protection, s'ils ont la nationalité, ils se sentent mieux protégés, mais c'est bien pour l'intégration, pour se sentir mieux intégré au niveau du pays. On a la chance d'avoir un pays qui est très ouvert aux immigrés. Ben ici, on a des personnes qui viennent de l'Afrique, de l'Amérique, du Nord, du Sud, de l'Europe, de l'Asie. Donc, je pense que c'est très intéressant pour habiter ici et avoir un contact avec les immigrés, mais aussi des citoyens. De Luxembourg. Je pense que c'est un bon modèle de l'immigration au Luxembourg par rapport à beaucoup d'autres pays. Il y a vraiment l'intégration. Ils ont la possibilité de vraiment avoir un futur de s'installer au Luxembourg. Ben, les immigrations, c'est une dimension incontournable pour le Luxembourg depuis 150 ans. Le Luxembourg d'aujourd'hui ne fonctionnerait pas comme il fonctionne
s'il n'y avait pas ces différentes vagues d'immigration. Et il y a un apport important au niveau culturel, associatif, sportif et surtout aussi économique. Between European and non-European, if people want to work, it's always good if they can come and work. If the jobs are available, I don't see... It's better not to restrict too much. I think Luxembourg has been very successful thanks to migration. So it's a good case study. It's when everything works out fine. Luxembourg is a model for that. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, eu toujours de grosses vagues d'immigration au Luxembourg, comme les Italiens, les Portugais. Et je pense que Luxembourg, comme un très petit pays, peut profiter de ça, parce que il y a beaucoup plus de diversité qui rentre dans la vie de tous les jours. People are searching for a good life, which is natural to a human being. It's not always easy to go to another country and find a new life. Ich finde, dass die Leute noch immer nicht offen genug sind, um die Leute aufzunehmen, um ihnen ihren Platz zu genehmigen und einfach offen zu sein, dass andere Leute andere Nationalitäten haben, vielleicht ein bisschen anders sind. Ja, die Grenzgänger haben einfach, also die sind im Pflegebereich und im Finanzbereich einfach so wichtig, weil Luxemburg an sich nicht genügend Menschen hat, um die ganze Arbeit und die ganzen Arbeitsmarkt halt zu überwältigen. Und deswegen ist es einfach so, dass man halt gemeinsam irgendwie versuchen muss, das Land halt ja, weiterzubringen. Und da helfen die Grenzgänger halt. Und das ist halt gut, dass es einfach so problemlos geht, dass wir zum Beispiel dann auch nach Frankreich gehen können oder nach Deutschland und die genauso. Also es ist gut, dass der Austausch einfach besteht. Les frontaliers, c'est la première, le premier type de salariés sur le marché de l'emploi luxembourgeois. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, c'est pas un marché de l'emploi national, mais c'est un marché de l'emploi de la grande région. Et là aussi, sans les travailleurs frontaliers, il y aurait beaucoup de problèmes à la fois en termes de fonctionnement du marché de l'emploi, du secteur privé notamment, mais aussi du financement de la sécurité sociale au Luxembourg. Ben, c'est un rôle quand même qui est fort important. Je pense qu'on a 150 000 frontaliers au Luxembourg et on a aussi beaucoup de personnes donc, qualifiées qui viennent au Luxembourg pour travailler et qui font tourner notre économie. Donc c'est vraiment un rôle essentiel. Je pense qu'au niveau des transports, il faudrait que les régions, les pays de la grande région doivent améliorer la situation pour comment dire, le day-to-day des frontaliers qui ont des problèmes au niveau des transports, mais aussi du work-life balance. Grenzgänger. Es kommt immer auf die Betrachtung von Grenzgängern an. Zum einen aus ihrer Position vielleicht heraus, dann aus der jeweiligen, aus welchem Land sie die Grenze wohin überschreiten. Sie sind sicherlich bedeutsam, beziehungsweise sind für mich der Beweis eines regionalen Funktionierens und eigentlich eines Überschreitens des Konzeptes einer Staatsbürgerschaft oder etwas, was man Staat nennen könnte. Und sie bringen Geld, sie bringen Arbeitskraft, je nachdem, welche Position sie haben. Also der Grenzgänger, die Grenzgängerin gibt es nicht. Auch da ist es wieder sehr komplex. I'm a cross-border worker, so I think that also helps Luxembourg. It's a special case because of the size of the country and the proximity of the other countries. It also allows you to have more foreign workers without them all being residents. So maybe it allows you to make full use of foreign workers that way. Für mich sind die Grenzgänger halt, können einen wichtigen Beitrag leisten hier im Land, damit wir erstens mal aus unserer beschränkten Sicht rauskommen, dass es auch noch andere Länder, andere Leute gibt und dass die Insel, in der wir, die Wohlstandsinsel, in der wir hier leben, dass es halt nicht die Normalität ist und dass wir uns für eine solidarische Welt einsetzen sollten, wo wir mehr aufeinander achten und einfach ein schöneres Leben für alle ermöglichen können.
Ich denke, dass die Grenzgänger hauptsächlich für die Wirtschaft von Luxemburg dazu beitragen. Ansonsten glaube ich, dass die Grenzgänger nicht wirklich zum luxemburgischen Leben beitragen, weil sie halt nur zum Arbeiten kommen, sie verstehen die Sprache nicht und abends gehen sie wieder nach Hause und leben halt in Frankreich, Deutschland oder Belgien. Der Luxemburg a besoin des frontaliers pendant la journée et on les aimerait bien aussi les avoir avec nous un peu à part le travail, donc après le travail pour une intégration meilleure, on va dire, entre les résidents et les frontaliers. Oui, ceux qui ne viennent pas de l'Europe, je me dis qu'ils ont quelque chose à ajouter aussi au multiculturalisme du Luxembourg. Ils amènent leur savoir-faire, ils amènent leur culture. Et je me dis que c'est toujours enrichissant pour le pays. C'est bien parce que c'est international, Luxembourg, donc on se sent à la maison, dans le sens que on se sent pas immigré. Moi, je pense. Donc, c'est un bon pays, pour, surtout quand on est jeune. Et c'est positif. Also, ohne Migration wären wir einfach viel weniger und das macht Luxemburg eigentlich lebenswert, dass wir einfach uns austauschen, dass wir auch, also wir sollten halt zusammenleben und nicht einfach nebeneinander leben, sondern jeder soll von dem anderen was lernen und jeder soll halt einfach froh sein, in einem Land zu sein und dann ist es auch egal, ob die Person aus Usbekistan ist oder aus Luxemburg. Und ich finde es sehr schön, dass wir so alle sehr verschieden sind und aus anderen Ländern kommen, weil so lernt man viele Sachen dazu und wird offen für neue Sachen. The disadvantage could be that everyone lives in separate communities. Souvent le vivre ensemble, c'est encore malheureusement souvent vivre l'un à côté de l'autre, à la fois au niveau du travail, au niveau des loisirs et au niveau sportif également. Et l'enjeu, c'est qu'il y a en fait des zones de frottement ou des lieux de contact et d'échange entre personnes de différentes origines et cultures au niveau du quartier, de la vie associative, etc. Ich glaube, das ist hier im Land wie überall. Es gibt sehr, sehr, sehr positive Seiten, die man sieht, aber andererseits wird auch, denke ich, eine verkehrte Integrationspolitik gemacht, sodass oft die Leute eher voneinander getrennt werden, als sie zusammenzuführen und dass sie dann auch quasi erfahren können, was alles Positive mit sich bringt, wenn man in einem multikulturellen Land lebt. Also ein multikultureller Zusammenhang ist das genau das, was in meinen Augen die Welt braucht, fernab von irgendwelcher Staaterei. Also Luxemburg zeichnet sich halt dadurch aus, dass wir nicht nur alle unter uns sind, sondern halt, dass wir den Austausch haben und dass wir Französisch reden, dass wir Luxemburgisch reden, dass wir Deutsch reden, dass wir einfach die ganze Zeit mit anderen Kulturen in Kontakt sind. Das ist einfach der Mehrwert von Luxemburg und ohne das, also kenne ich es auch nicht und wäre es auch nicht so, wie es jetzt ist und das ist gut so. I always actually love the idea of being and of having different influences, and I always wanted to learn different languages and talk, so it was always something which appeared to me like a great possibility that Luxembourg gives to all the people living, I mean, which are people living in Luxembourg, and I especially say people living in Luxembourg and not Luxembourgish people. C'est une grande opportunité parce que dans un petit pays comme le Luxembourg, on a la chance de connaître des gens qui viennent du monde entier. Et donc cet aspect-là ne peut que rendre les vécus au quotidien très intéressants.